Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore.tv. Ich möchte heute einen kleinen, leichten, dynamischen HiFi-Stereo-Kopfhörer vorstellen. Und zwar von dem Traditionsunternehmen Sennheiser. Es ist der HD25-1-2. Wir alle nennen ihn aber nur liebevoll den HD25. Es ist ein geschlossener Kopfhörer, das bei dieser geringen, kleinen Bauform eher ungewöhnlich ist. Das hat einen riesen Vorteil, und zwar schirmt er perfekt die Umgebungsgeräusche ab. Das heißt, ich kann diesen Kopfhörer wunderbar dort einsetzen, wo ich quasi eine laute Umgebung habe. Zum Beispiel im Live-Betrieb, wenn ich an der PA arbeite und die PA abhören möchte, kann ich ihn aufsetzen und bin abgeschirmt von dem Krach, den ich draußen habe. Und natürlich ist er prädestiniert als DJ-Kopfhörer. Ganz besonders dabei hervorzuheben ist, dass man ihn neben den normalen Verstellmöglichkeiten, also der Ohrmuscheln und des Bügels, mit dem man ihn individuell an den Kopf anpassen kann, dass man zusätzlich für den DJ-Betrieb auch noch eine Ohrmuschel beiseite drehen kann. Das ist ganz toll, weil der DJ möchte ja auch ganz gerne die Musik draußen hören, im Club die Atmosphäre mitbekommen und kann auf der anderen Seite auf einem Ohr quasi die Musik vorhören. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie fummeln mit einem normalen Kopfhörer, der dann rutschig auf dem Kopf sitzt. Nee, hier ist das alles schon mitgedacht worden und das ist also für den DJ-Betrieb richtig optimal. Der Sennheiser HD25 hat dabei eine unglaublich kraftvolle Basswiedergabe. Also man ist wirklich total überrascht, wenn man den aufsetzt, was für einen kraftvollen Sound der hat. Damit ist er natürlich prädestiniert für elektronische und Dance-Musik. Natürlich kann man auch jede andere Musikform darüber wunderbar wiedergeben. Es ist schließlich ein HiFi-Kopfhörer. Was auch toll ist, so im rauen Betrieb geht ja gerne mal das Kabel ab, man verheddert sich unterwegs und das Ding reißt ab, dann kann normalerweise der Kopfhörer in die Tonne geschmissen werden. Nicht so bei diesem Sennheiser HD25, denn das Kabel ist an den Ohrmuscheln gesteckt mit Steckern und ist hier einfach fixiert mit zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben. Das heißt, ich muss nur die lösen, ein Kabel als Ersatzteil bestellen und kann es selber in 5 Minuten auswechseln und schon ist das Ding wieder einsatzbereit. Also der HD25 ist wirklich optimal, klein, sehr portabel, universell einsetzbar. Er ist dabei halt sehr robust verarbeitet und er hat einen ganz ausgezeichneten Klang. Der Sennheiser HD25 hat einen sehr weiten Übertragungsbereich von 16 bis 22.000 Hertz und das Kabel hat 1,5 Meter Länge und ist mit einem Winkelstecker versehen. Das ist sehr praktisch, gerade auch beim Anschluss an mobilen Geräten. Der Adapter auf 6,3 mm Klinke in der vergoldeten Ausführung gehört natürlich auch mit zum Lieferumfang. Der HD25 kostet bei uns im Music Store zurzeit nur 155 Euro in der Basic Edition. Es gibt verschiedene Modelle davon, können sich einfach mal bei uns auf der Homepage nochmal genauer informieren, wenn Sie Interesse daran haben. Ich kann es sehr empfehlen. Unsere Homepage ist bekannterweise www.musicstore.de und bevor ich es vergesse, natürlich wie immer mit 3 Jahren Music Store Garantie.